Und da legen wir erneut mit einer Pokémon-Bewertung los. Heute bewertet wird das Pokémon Flampion, welches sich ebenfalls in der Wüste finden lässt. Und Domi und ich auch in unserem White 2 First Look genommen haben. Ja, wir erkennen, dass es von Beginn an sehr, sehr auf Angriff ausgelegt ist, wenn man es bekommt. Seine beiden Fähigkeiten, die er hat, überall von Konzentrator, sind jetzt erstmal nicht so wichtig, denn die verändern sich, sobald er sich zu Flampivial entwickelt. Also auf jeden Fall lohnt es sich nicht wirklich, die versteckte Fähigkeit Konzentrator sich zu holen. Da diese eher ersetzt wird, wenn sich das Pokémon entwickelt. Genauso wie Übereifer sich verändert, wobei ja man da immerhin den Nachteil hat, dass man seltener trifft, dafür sind ja die Attacken stärker. Aber ja, also ich sag mal so, wie gesagt, es verändert sich dann doch ziemlich, sobald es sich entwickelt. Hier sieht man ihn, nachdem er sich auf Level 35 zu Flampivian entwickelt, und man erkennt, seine Werte gehen deutlich in den Angriff. Er hat noch eine ganz gute KP, um die niedrigen Verteidigungswerte zu kompensieren, und einen sauhohen Angriff, den er auch durchaus gut einsetzen kann. Und genau das ist seine große Stärke. Zusätzlich durch rohe Gewalt werden ja Attacken, die einen Zusatzeffekt haben. Also der Zusatzeffekt wird ja blockiert und das Pokémon bekommt dafür einen 30% stärkeren Angriff. Und das ist natürlich mit Attacken, die vier Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel Feuerschlag, relativ gut. Leider ist es jetzt nicht so, dass er zum Beispiel Flammenblitz einsetzen kann, dann hat Flammenblitz keine Nebenwirkung, keinen Rückschussschaden, das ist davon dann ausgeschlossen. Aber zum Beispiel Feuerschlag vergeht die Chance auf Verbrennung und dafür greift er dann gleich an. Zum Bronzemodus werde ich gleich noch was sagen. Also, wenn man ihn so spielt, auf jeden Fall natürlich ein hartes Wesen. Denn das, was ihm hier zur Perfektheit fehlt, ist natürlich Init, weil er muss schnell und hart angreifen und dann ein möglichst breites Movepool geben. Gar nicht erst versuchen, den Angriff oder sonst was zu verstärken. Dafür ist das Pokémon nicht ausgelegt. Es ist ausgelegt, schnell und stark anzugreifen. Dafür gibt man ihm am besten Flammenblitz oder eben Feuerschlag. Flammenblitz ist halt fast doppelt so stark wie Feuerschlag, also schon um vieles, aber ich merke diesen Rückschussschaden halt überhaupt nicht. Muss man sich auch so in CPT die Flammenblitz nehmen, sonst im Spiel Feuerschlag. Dann Steinkante und Erdbeben, um den Movepool erneut super abzurunden und viel schnell und stark treffen zu können, wo man natürlich nie vergessen soll, der Erdbeben greift den Partner mit an und Steinkante geht öfters daneben. Oder ansonsten hat man noch die Auswahl zwischen Kehrtwende und Kraftkoloss. Beides kann relativ mächtig sein. Nach Kraftkoloss sinken die Werte halt ein bisschen. Bei Kehrtwende kann man dann allerdings zurück, also das Pokémon zurückrufen. Dann sind die Werte wieder da. Allerdings täte ich nur eine von beiden Attacken beibringen, weil Steinkarte und Erdbeben einfach zu mächtig zusammen sind. Kehrtwende hilft uns natürlich außerdem, sich vor einem Wasserboden oder Gestein-Pokémon sicher zu bringen. Also, ja, muss man sich überlegen. So, Items, die ich ihm geben würde, sind entweder Muskelbump, damit seine physischen Angriffe nochmal um 10% verstärkt werden, oder ein Sägesang. Ja, Sägesang keine Überreste. Da er darauf ausgelegt ist, schnell und stark anzugreifen, kann Sägesang vor allem, wenn man Level 50 Pokémon gegen Level 50 Pokémon wie im CP kämpft, kann das schon sehr, sehr viel auf einmal auffallen. So, dann komme ich zum Drossel-Modus. Also, wenn dieses Pokémon unter 50% seiner KP fällt und den Drossel-Modus hat, verändert er sich. Wie man den Drossel-Modus bekommt, nun entweder man hat ein Flampion, das bereits die versteckte Fähigkeit hat, was aber deutlich schwieriger zu bekommen ist aktuell. Die einfachste Methode war es in Pokémon Schwarz und Weiß, bei den Statuen direkt vor dem alten Palast, also im ersten Pokémon Schwarz und Weiß, gab es mehrere Statuen, blaue Statuen, und das ist Flampivian im Drossel-Modus. Und wenn man ihn da fängt, hat man eins. Da verändern sich dann seine Werte und sein Typ entscheidend. Der ist dann Feuerpsycho und seine Werte sehen so aus: Es kommen Geist und Unlicht als Schwäche dazu. Dafür kommt Psycho und Stahl und Kampf als Resistenz dazu. Also, ja, es hat Vorteile und Nachteile. Vorteile ist natürlich, dass er mit sehr effektiven
Spezialattacken und um sich hauen kann. Jetzt ist ein Spezialangriff und seine Verteidigungswerte sind auch noch gut. Das muss man natürlich anders spielen. So einen Flampivian würde ich auf jeden Fall mit Psychokinese und Flammenwurf-Feuersturm als sehr effektive Attacken, Step-Attacken spielen. Dazu noch Gedankengut und ja, eine weitere Attacke aus seinem Repertoire, die man sich aussuchen kann. Da gibt es viele gute Spezialattacken, die er noch lernen könnte. Zum Beispiel Fokusstoß anstelle von Kraftkoloss. Problem ist jetzt natürlich seine Init, deswegen natürlich auf jeden Fall minus Angriff plus Init als Wesen. Wobei da wiederum das Problem ist, dass die Init trotzdem relativ schwach ist. Deswegen als Item entweder Flinkklaue oder Überreste geben. Überreste, damit es sich immer wieder auffüllt, da er auch relativ gut auf Verteidigung ausgelegt ist. Und die Flinkklaue, damit er trotzdem zuerst angreift. Das Problem bei ihm allerdings ist natürlich, er muss unter 50% seiner KP sein und hat damit, dann bringen ihm die hohen 105 KP gar nichts. Und ja, man kann nicht darauf spekulieren, man muss praktisch erst warten, bis er getroffen wird, ehe man ein Nein setzen kann. Wenn euch das anschaut, Vampirwert hat einen sauniedrigen Spezialangriff und einen hohen physischen Angriff. Und hier ist es genau umgekehrt. Das heißt, man kann praktisch nichts machen, ehe man weniger als 50% seiner KP hat. Und wenn man sich die Werte von diesem Flampivian anschaut, kann es sein, dass diese erst aufeinander aufeinandertreffen tödlich endet. Also, mein Vorschlag wäre deutlich, verlasst euch nicht auf den Trance-Modus, nehmt das normale Flampivian mit roher Gewalt. Dieses Pokémon wäre trotz einer niedrigen Init, hätte diese Form dauerhaft sehr gut. So ist das normale Flampivian deutlich besser. So, die nächste Bewertung geht zu Ende, aber das war einfach nötig. Yes, we can. Und damit geht es weiter nach einer langen Wahlnacht mit Pokémon Weiß Edition 2. Und ja, ihr wisst tatsächlich jetzt, wann ich diesen Part aufgenommen habe. Wow! Nee, sorry. Ich finde es mal einfach lustig, wie manche immer, zum Beispiel auf die Uhrzeit jetzt, beim Touchscreen oben schauen und sagen, boah, ich weiß genau, wann du das Video aufgenommen hast. Wow! Oder, oh, das muss nicht so dieser Tag sein, ich weiß nicht, dass du die aufgenommen hast. Oh! Ich denke mir nur, ja, ich kann auch hier nicht mal das Datum sagen, wenn ich es anfange, falls euch das so glücklich macht. Aber ich erkenne da wenig Sinn. Wichtig ist eigentlich nur, wann es hochgeladen wird. Ansonsten, ja. Aber gut, damit ich jetzt das gar nicht zu sehr weiter vertiefen. Entscheidend ist, dieser Trainer ist besiegt und damit können wir hier nun neue Orte erforschen. Also gut, nicht damit, das hätten wir schon vorher können, aber jetzt lasst uns doch mal hier hingehen. Zeit für ein bisschen Krafttraining. Hier gibt es einem Pokémon zum Tragen, dann fließt der Schweiß in Strömen. Machoband. Oder Machoband. Zeigt ein Pokémon der Machoband mit sich herum, sinkt es seine Initiative, aber dafür zeigt sein Training mehr Wirkung. Man muss zwar ein wenig schwitzen, um in den Genuss der Wirkung dieses Items zu kommen, aber ohne Schweiß kein Preis. Ja, das sind auch die Items, die es in der Kampfzone relativ viel gibt. Werde ich euch dann noch näher bringen, weil ich euch diese Items noch genauer erklären werde. Der Hain der Täuschung auf Route 16. Vor 2 Jahren hat sich dort heimlich ein Pokémon namens Zoroark angenistet und Menschen wie Pokémon zum Narren gehalten. Ja, falls euch das Zoroark, wenn das Pokémon weiß, erinnert, das gucken wir uns noch an. Vor dir liegen Route 16 und die Wunderbrücke. Und damit können wir das mal kurz uns anschauen. Die Route 16 ist eine relativ kurze, knappe Route, die auch optional ist, die wirklich zum eigentlichen Weg gehört, was man auch daran sieht, dass chronologisch ja nun Route 5 kommen müsste, Route 16 kommt und führt zur Wunderbrücke, die wir jedoch im Moment noch nicht betreten können, außerdem zum Hain der Täuschung, der wir tatsächlich betreten können, der wieder ein bisschen interessanter ist, aber ebenfalls optional. Ja, 6 Trainer kann man hier bekämpfen. Außerdem ist Stärke notwendig, um einige Items zu finden und ins hohe Gras zu kommen. Also ins dunkle hohe Gras. Jedoch gibt es keinen Unterschied zwischen den Pokémon, die man im dunklen und normalen hohen Gras finden kann.
Das sind Cleopatra zu 20%, Unova Tötox zu 20%, Bicochilla 30%, Molly Morba nur in Schwarz 2 zu 30% und Monositu nur in Weiß 2 zu 30%. Genauso wie in Pokémon Schwarz und Weiß sind diese beiden in Schwarz und Weiß 2 exklusiv. Außerdem kann man im raschelnden Gras 3 Pokémon-Arten finden, Ordoch 85%, im Molga 10%, in Chillabell 5%. Im Molga und Chillabell habe ich ja beide schon bewertet, sind ganz gut. Ordoch, ja, zum EP machen halt. Auch hier kann man relativ gut nach Ordoch suchen, der Ort bei Stratos City ist besser, aber hier ist es ganz okay. Da nur in dem Polengras Ordoch kommen kann, da das sehr, sehr wenig Möglichkeiten gibt, sollte er da auch schnell erscheinen. Arkweit kommt man hier noch nicht, aber natürlich schon ein bisschen was. Gucken wir uns mal die Karte an. Rayonus City, eine lebendige Vergnügungsstadt mit fulminanten Freizeitpark. Eingangspassage, menschliche Begegnungen lassen die Einkaufsstraße prächtig gedeihen. Da sehen wir übrigens auch eine Passage, wieder mit Besuchern, aktuelle Besucherzahl. Alter Palast, Verschlang der Sand, das ein so stolze Bauwerk. Okay, und hier Route 16 auf zieht sich Besuch von Rhino City hier hin zum Entspannen zurück. Ja, hier gibt es wieder einige interessante Sachen, die ich euch aber noch nicht erläutern kann, bevor wir es uns nicht angeschaut haben. Also das Nähere. In der kleinen Grafik habt ihr ja gesehen, welche Pokémon es hier gibt. Das ist hier unterschiedlichen Gras. Das ist hier. Sorry, dass hier unterschiedliches Gras gibt. Ich finde eine Sache interessant, nämlich dass ich finde, hier ist immer ein bisschen Herbst-Touch. Also sogar im Sommer. Ich meine, gut, jetzt haben wir an sich faktisch auch hier Herbst. Aber nee, der Sommer sieht ja schon immer ein bisschen nach Herbst aus, ist mir aufgefallen. Und im Übrigen muss ich da eine kleine Anekdote dazu erzählen, als ich hier gespielt habe. Denn man muss wissen, im Hain der Täuschung, sage ich jetzt einfach schon mal ein bisschen was vorweg, gibt es sehr, sehr viele Pokémon zum Fangen. Also wirklich einige. Vor allem viele im wackelnden Gras. Und ich weiß auch nicht, ich habe relativ lange danach gesucht. Und dann hatte ich plötzlich eine Strähne, plötzlich. Oh. Wer nimmt denn, wer ruft denn dein Skype an? Hallo, ist da Caleb? Oh, Sabine. Ah, du bist also ein Junge. Ist ja schon irgendwie unpraktisch, dass wir uns nicht gegenseitig sehen können, was? Ich bin übrigens ein Mädchen, nur damit du Bescheid weißt. Ja, soll es irgendeine Andeutung sein, oder? Oh, da ruft mich gerade ein Kollege an. Ich muss wieder in die Arbeit. Lass uns ein andermal weiterplaudern. Also dann mach's gut. Gestalkt von einem Mädchen. Nun ja. Genau. Ich wollte es erzählen, dass ich eine Strähne hatte. Und zwar kamen dann 3 Pokémon nacheinander, die alle nur 5% Chance hatten. Und ich konnte es nicht fassen. Und dann bin ich gerade hier zur Route 16 raus. Und ja, ihr habt ja gesehen, Chillabell hat hier eine Chance von 5 oder 10%, glaube ich, zu kommen. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht mehr, habe sie vorhin gesehen. Auf jeden Fall bin ich dann rausgefahren. Bin ich rausgekommen, dann hat's Gras da gewackelt. Ich dachte mir, komm, bitte, bitte, bitte. Es ist auch ein Chillabell. Und ich gehe rein, es war tatsächlich ein Chillabell. Ich konnte es nicht fassen. Das war die größte Glückssträhne meines Lebens. Davon musste ich aber auch auf der Route 6 sehr, sehr lange nach einem Pokémon suchen, was ich haben wollte. Was war denn das? Ach ja, genau, Zumeryl. Bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte und einfach Merlin, was ich gefangen habe, ein Level trainiert und entwickelt habe. Das mache ich eigentlich nur im Notfall, weil ich den Jagdflair mag. Aber in diesem Fall war es für mich sehr sinnvoll. Und das sind der Schneiderbusch das erste Mal. Ja, ihr seht ihr Pikachu. Im Übrigen werden wir bald auch tatsächlich die erste versteckte Lichtung entdecken. Da kann ich euch ja derweil das Konzept erklären, dann muss ich das nicht alles machen, wenn wir uns die Route anschauen. Genau, also versteckte Lichtungen sind kleine Orte, die zwischen den Bäumen versteckt sind, die erst in Schwarz 2 und Weiß 2 dazu kamen. Ob sie in der Serie vorhanden bleiben werden, bleibt offen. Auf jeden Fall, wenn man hinter sie geht, kann man bestimmte Items finden. Es gibt bestimmte Items, die man immer wieder finden kann. Einige gibt es auch, die da total exklusiv sind. Zum Beispiel Pokéball, Superball, Hyperball kann man immer finden. Mulche kann man immer finden.
Heiltränke, also Trank, Supertrank, Hypertrank. Dann Gegengift, Paraheil, also Sachen, die Status heilen, glaube ich. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich werde es auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn wir dann tatsächlich die erste Dings auf die erste verschiedenen Treffen, werde ich mir nachschauen. Heilige Scheiße, ich das mal an. Es wird wirklich Zeit, dass Evo sehr am Laufklick gelernt. Aber das dauert leider noch ein wenig. Na, guck mal, da hat wieder ein Set böse Attacken für uns. Dann müssen wir uns drum kümmern. Oder wie es funktioniert, in einem gewissen Abstand werden immer Pokémon dahinter sein. Hinter diesen versteckten Lichtungen. Da muss man dann hingehen und gucken. Also gut, nicht nur Pokémon, sondern einfach irgendwas. Das können Items sein, aber eben auch Pokémon. Beides ist möglich. Muss man dann immer wieder schauen. Aber es ist nicht täglich. Also ich habe schon einen Tag gewartet und da war nichts, aber schon zwei Tage gewartet, da war da immer noch nichts Neues. Also wie lange es genau ist, hängt vom Zufall ab. Aber ja, das System werde ich euch dann noch näher bringen. Das Wichtige ist, es gibt immer, also die Pokémon, die man da finden kann, haben alle ihre eine versteckte Fähigkeit, die Traumweltfähigkeit. Das macht sie dann natürlich besonders, weil es durchaus gute versteckte Fähigkeiten gibt. Deswegen heißt es eigentlich jetzt auch Dings nicht mehr Traumweltfähigkeit, sondern versteckte Fähigkeit. So, da oben geht es schon in die Richtung. Da möchte ich aber jetzt tatsächlich noch nicht hin. Oh. Oh, ich habe noch keine Stärke. Habe ich hier schon bekommen? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oh, doch. Oh Gott, ist das hier unaufgeräumt. Stärke. Ich hoffe, mein Pokémon kann... Damn! Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich sehr ungerne unvorbereitet in einem Part mittendrin bin. Ich habe mich jetzt eigentlich darauf vorbereitet, das hier zu erkunden. Und hatte dabei ganz außer Acht gelassen, dass ich tatsächlich mich auch noch um Stärke kümmern muss irgendwie. Und ich sag's ganz ehrlich, genauso wie es ist, ich habe derzeit Probleme, was das Aufnehmen angeht, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Und gerade wenn ich für Vibrava versuche, also für Knackleber versucht habe, ein Wesen zu resetten, das hat schon sehr geschlaucht. Also, es war nicht ganz so gut, weil das Aufnehmen zieht sich einfach so lange bei Pokémon. Weil selbst wenn ich die Parts habe, dann auch die Pokémon bewerten, dann auch Städtebewertungen und so. Ich meine, ich bin selbst schuld. Ich habe mich selbst entschieden, dass es RP so wird. Aber dennoch bleibt das Problem, dass ich eben zeitlich nicht ganz so mitkomme in Pokémon. Und deswegen, ja, muss ich mir dann noch irgendwas überlegen. Aber jetzt wieder zu pausieren, irgendein stärker Pokémon zu fangen, oh, das steht jetzt mein Sinn überhaupt nicht nach. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, das ständig hin und her zu machen. Übrigens, Zurückhex hat ein bisschen Schaden genommen, wie ihr gesehen habt, obwohl ich ihn nicht angegriffen habe. Das liegt daran, dass Funkenflug, wie es schon heißt, Funkenflug. Also, das Pokémon, das daneben steht, nimmt ein bisschen Schaden tatsächlich, weil, ja, die Funke leicht daneben fliegt, sprüht, was auch immer in der Sparte. So. Was für ein Pokémon könnte ich denn fangen dafür? Also am liebsten sowieso, wenn ich meine Intro kriegen würde, aber es gibt zu dieser Zeit noch nicht. Heilige. Also gegen Rollum brauche ich auf jeden Fall Egelsam. Das ist ganz wichtig. Ansonsten kann ich das vergessen. Oh ja. Also stell dich mal auf einen sehr langen und relativ unschönen Kampf ein. Wenn man auf jeden Fall nicht so zusagt. Oh Gott. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was hatte ich denn genau? Schlappo hatte ich in meinem privaten Spielstand, aber das habe ich halt auch relativ lang suchen müssen. Und ja, tatsächlich, man kann ja wilde Schlappos, weil das macht es enorm einfach, weil Haspirohr ja eine sauniedrige Freundschaft am Start hat. Wenn man Schlappo ist, ist die Freundschaft dann hoch. Ja, das hatte ich auch mal ein bisschen verwechselt, als ich die Bewertung von Schlappo gemacht habe. Aber es ist tatsächlich so, die Freundschaft von Haspirohr ist sehr gering. Ich hatte mich sogar gewundert, als ich die von Schlappo gesehen habe, weil ich es relativ pfaffend da Erinnerung hatte, Haspirohr hochzutrainieren. Weil ich es tatsächlich mal zum Schlappo entwickelt habe. Und endlich Laubklinge ist da. Oh Gott, oh Gott. So, ich
tue Megasauger weg. Ich könnte auch Egelsamen wegtun, aber die Möglichkeit, dem Gegner ein Achtel seiner KP-Punkte abzuziehen, ist einfach zu verlockend, finde ich. Das gebe ich ungern auf. In diese Richtung Wunderbrücke. Eine Brücke voller Wunder. Oh ja. Aber... ja, genau, gucken wir sie uns das Ding erstmal an. Ich spanne immer und überall meinen Schirm auf. Ich bin eben gut vorbereitet. Ich habe vielleicht zu mir bei diesem Part. Da war's nicht. Ich kann mein Glück auffassen. Der Getränkeautomat hat gerade eine Flasche mehr ausgespuckt. Oh, hier, ich will dich daran teilhaben lassen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Du kannst dich doch gar nicht mehr freuen, wenn du die extra Flasche gleich wieder hergibst. Wenn ich weiter jetzt abräume, bin ich irgendwann vielleicht reich. Also, wenn man nicht bewusst ist, man an Tafelwasser reich werden kann. Was, Moment mal, ist der Aufzug etwa kaputt? Ja, wir kommen hier nicht weiter. Ich wollte es nur nicht spoilern, aber das ist die traurige Wahrheit. So. Dann werde ich mich jetzt tatsächlich um Stärke kümmern und wir sehen uns gleich wieder. Wo wir schon mal hier sind, können wir uns auch gleich um neue Leute kümmern. Und eine Sache hasse ich bei diesem Fahrrad. Es ist so gut wie unmöglich, ein Ding nur in eine Richtung zu gehen. Gut. Epic. I love you. Okay. Viele verschiedene Pokémon schöner machen. Ja, komm, dann machen wir zum Anwohner. Das Schönheitsalor haben wir ja, soweit ich weiß. Quatsch, ein Barbier. Also ja, das gleiche. Haben wir, soweit ich weiß, hier noch nicht. So, keine Sorge, die kommt am anderen Ende wieder. Hier ein Souvenir für dich. Oh, das ist sehr, sehr freundlich von dir. Vielen Dank, mein Freund. Anwerben, genau. Viele verschiedene Pokémon, schöner Mann. Nee, das brauchen wir nicht, das haben wir schon. Deswegen würde ich dir was empfehlen, einkaufen möchte er gehen. Also am ehesten im Blumenladen. Aber ich glaube, das ist nicht so das, was er möchte. Epic, epic. Axel hat Spaß. Okay, doch, er hat sich sehr gefreut. Und je nachdem, wie sehr es sich freut, zu 75 steigen. Es kann übrigens auch Ketten geben. Da würde dann der eine Verkäufer dem anderen Laden empfehlen. Da würde er sich den auch anschauen. Und da würde man wieder einen anderen Laden empfehlen. Das geht dann so lange, bis ihm etwas nicht so sehr gefällt. Genau. Mit schönen Blumen. Nee, das haben wir auch schon. Da empfehle ich dir mal... genau, ich schicke sie am besten gleich zur Blumen-Joan. Ich meine, komm, wenn sie schon Blumen öffnen will. Perfekt, genau hierhin wollte ich. Annika hat sich sehr gefreut. Und es ist nur 5... was? Nur um 45 und keinen neuen Rang aufgestiegen? Tatsächlich? Obwohl sie sich so gefreut hat? Okay. Das wundert mich gerade ein bisschen. Naja, gut. Bis gleich. Hoppla, was ist denn das? Ich sehe gerade, ich habe diesen Ball da liegen lassen. Es ist ja gut, dass ich hierhin zurückgekommen bin. Ich bin übrigens gerade dabei, mir einen Flampignon zu fangen. Nur, weil es ist die... und echt, das ist auch doch Team 28 Schaufler? Was bin ich doch für eine Blindtasche? Nun ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt hat alles gepasst. Ich habe Schaufel im Übrigen auch sowohl Knackleon als auch Fucano beigebracht, also Pepino. Fucano aus dem Grund, weil es auf jeden Fall besser ist als der Trümmerer. Also Trümmerer war nur eine Übergangsattacke, aber mit dieser Stärke von 40 lohnt es sich nicht wirklich. Ich meine, es hat jetzt zwar gerade zwei Feuerattacken, aber das wird sich auf jeden Fall bald legen. Sein Movepool wird dann schon noch besser werden. Vielleicht bringe ich ihm auch wieder zur Trümmerer bei. Falls ich die Notwendigkeit dafür sehe, ist jetzt nicht so, als könnte ich das nicht, aber ja. So, jetzt können wir uns auch zum ersten Mal unsere tolle neue Laubklinge ausprobieren. Oh, hey, die schreckt dich zurück. Hier, nimm den. Bam. Boom. Und ihr seht, das macht richtig massiv... okay, gut, das war jetzt ein Volltreffer. Das kann man jetzt natürlich schwierig bewerten, aber... ja, es ist auf jeden Fall viel, viel besser als Megasauger zuvor. Erstens, nur 40 Stärke, während Laubklinge 90 habt. Und zweitens, auf einem speziellen Angriff, den ich mit Absicht geschwächt habe. Team 66 Gegenstoß. Er hat, soweit ich weiß, 50 Stärke. Und... wird stärker, wenn das Pokémon zuvor angegriffen... zuvor angegriffen wird. Dafür hat Gegenstoß dann auch eine niedrigere Priorität. Ähnlich wie Verfolgung wird das Verfolgung 60, beziehungsweise dann eben bei Verdopplung 120 Stärke hat. Und ja, man kann hier Kleopatras wild fangen, relativ früh sogar im Spiel, finde ich.
Ist bei einem Pokémon, das sich in 2 Stunden entwickelt, auch relativ ungewöhnlich. Zumindest, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Snubbillycat vergleicht, könnte ich mich nicht erinnern, dass man irgendwann Snubbillycat in der Wildnis einfach so fangen konnte. Vor allem nicht zu so einem Zeitpunkt. Also, ja. Okay, Leute. Das reicht dann auch für diesen Part. Pokémon Weiße Edition. Ich werde jetzt nur diese beiden Chillabells Pico-Chillas erledigen. Da verabschiede ich mich von euch. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Beim nächsten Mal werden wir dann den Hain der Täuschung erkunden. Der liegt gar nicht weit vor uns. Und dann werde ich... Oder werden wir vielleicht... Ja doch, mit relativ großer Sicherheit schon... endlich bereit sein, in die Arena von Rayono City zu gehen. Und die Rückkämpfe mache ich davor, glaube nicht mehr. Danach geht's dann direkt zur Arena. Quatsch, Rückkämpfe, ja. Die Trainerkämpfe, den Sportstadion, meinte ich. Also, aber nächstes Mal erstmal da oben. Bis